Austria Lustenau mit einer gefährlichen Spielanlage. Die Gäste versuchen es immer wieder von hinten rauszuspielen. Rapid mit frühen Balleroberungen und mit dem ersten Treffer in der 21. durch Guido Burgstaller. Wer sonst? 7 Tore Rapid bisher in dieser Saison. 4 davon von Burgstaller, der zwar noch nicht in Topform agiert, aber wenn er den Ball so vor seinem Fuß hat, egal ob links oder rechts, dann schließt er einfach eiskalt ab. Feldhofer stellt um. 4-4-2. Eben jetzt mit Marco Grühl und mit einer guten finalen Phase in dieser ersten Hälfte mit einer sehr guten Burgstaller 45. Nach dem Einwurf von Koselnik ist es aus Sicht der WSG zu einfach gegangen. Kofi Schulz, ihm steigt Page auf den Fuß. Burgstaller erntet dann, läuft durch. Der VR hatte nicht eingegriffen, hat ja kein Foulspiel gesehen von Page an Kofi Schulz. In der 26. Minute belohnt sich die Mannschaft von Zoran Barisic dann aber für die überlegene Beginnphase. Page raus auf Schick und in der Mitte wartet Guido Burgstaller. Was für ein Traumtor vom Rapidstürmer. 1:0 in Minute 26. Es ist der 5. Saisontreffer von Burgstaller. Schick am rechten Flügel, natürlich mit viel zu viel Platz, aber wie Burgstaller diesen Ball dann mit der Ferse verwertet, ist einfach nur zum mit der Zunge schnalzen. Die verflüchtigt sich in Hälfte 2 dann aber relativ schnell. Minute 52, Flanke von Grühl, Schick scheitert per Kopf an der Stange, doch dann ist Guido Burgstaller da und erhöht auf 2:1. Gute Aktion schon von Grühl und Schick. Dann ist aber keiner bei Burgstaller und der kann sich den Ball seelenruhig herrichten und zur Führung verwerten. Jetzt kommt es ganz dick für die Hartberger. Nur 3 Minuten später, Jonas Auer bringt den Ball zur Mitte und da ist wieder einmal Guido Burgstaller und stellt mit seinem 3. Tor an diesem Nachmittag auf 4:1. Es ist der 7. Saisontreffer des Goalgetters, der diesen Volley mustergültig im Tor versenkt. Für Rapid. Dann wieder Page und jetzt achten Sie einmal. Direktes Kombinationsspiel bei Rapid über 3 Stationen und dann steht es tatsächlich 1:1, knappe Stunde gespielt im Reichshofstadion. Burgstaller trifft hier zum Ausgleich. Der Kopfball von Koselnik, die direkte Weiterleitung von Beitsch und dann ist es Burgstaller. Also Zocki Zacker. Auf Rapid-Niveau. Beim Neuner von Rapid. Aber dann macht er doch noch ein Tor. Und zwar in der 2. Minute der Nachspielzeit. Ist er zur Stelle. Trifft zum 2:2. Der Ball vom eingewechselten Kühn, der da nicht attackiert wird. Auch im Zentrum Schirl etwas verhalten. Und auch der Rest der Lustenauer Defensive nicht wirklich dran. Burgstaller mit seinem 9. Saisontor. Dann die 40. Minute. Schick hält den Ball drinnen, legt zurück auf Koselnik und er sieht das Zusammenspiel von Treuf und Burgstaller. 10. Saisontor. Er trifft wieder einmal talismanische Qualitäten des Guido Burgstaller. Die Mannschaft feiert gemeinsam und das ist nur richtig. Wir sehen hier ein ganz wichtiges Detail. Schick hält den Ball drinnen. Und dann geht das Ganze viel zu einfach, der Lask zu passiv. Die Variante wirkt eingespielt und dann trifft Guido Burgstaller zu seinem 10. Saisontor. Der Rapid gewinnt mit 5:0, Guido. Ist das eben ein Sieg bei der WSG oder doch ein wenig mehr? Ich glaube, es tut uns gut. Ich glaube, aufgrund der ersten Halbzeit ist der Sieg wahrscheinlich ein bisschen zu hoch ausgefallen. Ich glaube, dass wir erste Halbzeit gar nicht gut im Spiel waren. Den Ball wenig in den eigenen Reihen behalten haben. Wir haben zwar, glaube ich, noch im Einzelnen eine gute oder eine 1000-prozentige Chance kommen in Kühne, wir müssen 2:0 stehen, aber ich glaube, der Sieg war verdient, aber ich glaube, vielleicht um ein bisschen, ja, um 1-2 Tore zu hoch wahrscheinlich. War das Comeback der Hallo, wir sind wieder da, Ruf der Sturmreihe von Rapid heute top effizient, alle getroffen? Ja, ich glaube, es tut uns Spielern so
einfach gut, dass wir alle getroffen haben, dass wir zu null gespielt haben als Mannschaft, dass wir 5 Tore geschossen haben, tut uns gut. Man sieht aber trotzdem noch, dass noch viel Potenzial nach oben ist. Und von dem her freuen wir uns natürlich halt riesig über den Sieg. Ist, glaube ich, nicht leicht, da zu spielen. Und von dem her sind wir sehr glücklich, dass wir gewonnen haben. Was kann dieser Sieg auch auslösen? Jetzt war es eher ruhig, 2 Wochen lang. Man gewinnt jetzt, klar, Derby vor der Brust. Ja, es wird wieder eine spezielle Woche. Derby ist immer noch ein bisschen Nervenkitzel mehr dabei, schon vom ersten Trainingstag an. Ist immer was Besonderes. Ich glaube, für viele Jungs ist es auch das erste Derby. Von dem her tut das sich gut. Jetzt können wir voll reinstarten in die Trainingswoche mit viel Selbstvertrauen. Und dann wollen wir zu Hause natürlich den Sieg holen, ist klar. Danke. Sehr, sehr viel geboten hat er. Guter Burgschleier, steht ein paar Meter von dir weg, sieht man jetzt nicht. Ein Spieler, den du schon sehr, sehr lange kennst. Du weißt, das war nicht sein erster Triple-Pack für Rapid unter dem Trainer Barisic. Ich kann mich an seine Triple-Packs jetzt nicht mehr im Detail genau erinnern. Aber wird schon das eine oder andere Türchen dabei gewesen sein. Das ist das eine, was, dass er die Tore erzielt hat. Aber das andere ist, dass er der Parade-Rapidler schlechthin ist, dass er uneigennützig ist, dass er die Mitspieler sieht, dass er kämpft, dass er das Herz auf den Platz lässt, dass er auch die Mitspieler auch Elfmeter schießen lässt. Und das macht dann einen Topspieler aus. Und der Burgi ist einer unserer Topspieler, sehr wichtiger Spieler. Und das hat er heute wieder gezeigt, wie wichtig er sein kann für uns. Dabei belassen wir es einmal. Herzliche Gratulation. Über das nächste Spiel reden wir dann, wenn du über das heutige drüber geschlafen hast. Vielen Dank und alles Gute. Die Gratulation gebe ich natürlich den Jungs weiter. Burgi, Gratulation zum Sieg, aber Gratulation natürlich auch zum Triple Pack. Wie gut tut es dir persönlich einmal, aber natürlich auch der ganzen Mannschaft? Ich glaube, es ist für die Mannschaft extrem wichtig gewesen. Der Sieg heute, man hat gemerkt oder in den letzten Wochen gesehen, dass man nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzt, dass es immer auf und ab war. Vor allem zu Hause haben wir, glaube ich, unseren Fans zu wenig geboten. Das wollten wir unbedingt ändern nach der ersten Halbzeit überhaupt nach Austria Klagenfurt. Wir wollten nicht immer eine Halbzeit verschlafen. Ich glaube, das haben wir heute auch über weite Strecken geschafft, dass wir unseren Fußball durchgezogen haben, auch wenn wir manchmal uns ein bisschen fallen haben lassen und in Hartberg ein bisschen ins Spiel kommen haben lassen. Aber im Grunde genommen war das halt ein hochverdienter Sieg und ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Du hast schon sehr viel erlebt in deiner Fußballkarriere, aber heute habe ich gesehen, der Ball, der Matchball, den hast du unter den Nagel gerissen. Das ist auch ein besonderer Tag für dich. Ja, ich glaube, für jeder Stürmer schießt 3 Tore am Wochenende oder gegen einen Gegner. Ist natürlich schön. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft heute helfen habe können. Und jetzt fahren wir nach Lustenau. Da wollen wir auch wieder ein gutes Spiel abliefern und dann hoffen wir, dass wir auch von dort die 3 Punkte mitnehmen können, was schwierig wird. Du hättest sogar 4 machen können, hast aber den Elfmeter deinem Sturmkollegen Ferdi Drüff überlassen. Eine bewusste Entscheidung oder warst du nicht sicher, ob du ihn triffst? Ich weiß nicht, ob ich getroffen hätte, aber ich habe schon, wollte schon den Ferdi schießen lassen. Ich glaube, er hat halt super gackert, viele Wege gemacht, ist extrem wichtig für uns, viel bestreitet, viele Zweikämpfe und schade, dass er sich nicht belohnt hat, hat er 2-fach Chance gekriegt. Jetzt muss er leider ein bisschen warten, bis er den nächsten Elfmeter schießt. 10. Saisontreffer im 100. Bundesligaspiel für den SK Rapid. Wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Leistung und wie zufrieden bist du mit der Leistung des Teams heute? Ich glaube, dass wir allgemein sehr zufrieden sein können. Wir haben heute gegen einen guten Gegner gespielt. Das hat man schon gesehen, dass der LASK Qualität hat. Ich glaube, wir könnten vielleicht das 2-0 schießen. Kommen noch ein bisschen in Bedrängnis, aber was glaube ich, völlig normal ist gegen so einen guten Gegner, was wir dann überstanden haben. Ich sage, ab der zweiten Halbzeit, so ab der 60. bis zur 75. haben wir Probleme gehabt. Das Glück braucht man, das haben wir uns erarbeitet und von dem her, glaube ich, war es jetzt nicht so unverdient, aber es hätte natürlich auch unentschieden ausgehen können, aber wir sind sehr glücklich, dass wir heute einmal gewonnen haben. Der heutige Sieg bringt uns in der Tabelle auf Platz 4. Spannt das an für das letzte Spiel des Jahres? Ja, ich glaube, jetzt auf die Tabelle schauen macht keinen Sinn, aber es spart uns an, dass wir die Serie jetzt fortführen wollen. Wir haben jetzt einen gewissen Weg eingeschlagen, kleine Schritte, positive Schritte nach vorne gemacht. Ich glaube, das sieht man. Klar braucht man auch ein bisschen Spielglück, muss alles zusammenpassen, aber die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, das geht in die richtige Richtung und das wollen wir fortsetzen. Für Rapid auch international gesehen. Dann wieder Marco Gröhl, gute Hereingabe, Burgstaller, Knasmüllner. Und schauen Sie auf Burgstaller, der reklamiert
Handspiel. Manuel Schüttengruber hat nichts gesehen, aber da gibt's ja den VAR. Schauen Sie mal, Gnasmüller mit dem Schuss und er schießt Cosmas Getzos an und der reckt den Arm nach oben. Manuel Schüttengruber prüft nach und gibt René Eisner dem VAR recht. 67. Minute, Elfmeter für Rapid. Wir schauen uns das Ganze noch einmal an. Burgstaller legt auf, der eingewechselte Gnasmüller und dann der Arm von Getzos. Natürlich aus kürzester Distanz, aber da oben hat die Hand in diesem Fall nichts verloren. Burgstaller verwertet eiskalt in der 67. Minute zum umjubelten 1:0. Zahlreiche Fans in Grün-Weiß haben ihr Team wieder einmal nach Klagenfurt begleitet. Philipp Menzel ohne Abwehrmöglichkeit bei diesem wuchtigen Strafstoß von Guido Burgstaller. Das erste Tor für ihn seit seiner Rückkehr. 5 Minuten später. Der eingewechselte Ogrenetz, eben erst ins Spiel gekommen mit diesem Foul. Was für eine ungeschickte Attacke. Koselnik, heute wirklich mit einem überragenden Spiel. Wird getroffen von Ogrenetz. Richtige Entscheidung von Kias. Guido Burgstaller. In der 57. Auch nicht gerade uncool. Sein erster Doppelpack für Rapid nach seiner Rückkehr. Und da war eigentlich allen klar, in welche Richtung dieses Spiel gehen würde. Guido Burgstaller mit der Mila. Tendenz bei Rapid, wie ist sie? Ja, ich würde sagen, Hauptsache gewonnen wieder. Ich glaube, dass wir es bis zum 1-0 war okay. Weiß nicht, was dann passiert, wenn wir in Führung gehen. Dann lassen wir uns zu tief fallen, kriegen keinen Druck mehr auf den Ball. Das müssen wir sicherlich besser machen in Zukunft. Aber wichtig war jetzt nach der englischen Woche, dass wir jetzt nochmal nachlegen mit einem Dreier und das ist uns gelungen. Wann kommt mal so über 90 Minuten was Schönes, Gutes, Tolles? Du, wenn wir immer so gewinnen, ist es mir auch egal, aber nein, es muss schon über 90 Minuten das besser ablaufen. Ich glaube, mit dem Ball war es ganz okay. Ich glaube, wir können die Konter noch besser ausspielen, das 2-0 schießen. Das haben wir dann auch nicht mehr so gut durchgespielt und von dem her sind wir dann richtig in Bedrängnis gekommen und haben, ja, ein bisschen glücklich das 1-0 drüber gebracht. Wie heiß war denn diese Schlussphase? Ja, sehr heiß. Also wie in den letzten Spielen auch, es war sehr ähnlich immer. Aber ja, wichtig ist, dass wir jetzt 3 Punkte geholt haben. So, ÖV-Goal daheim ist? Ja, also ist schön, klar. Aber wer die Tore schießt, ist echt egal. Es geht darum, dass wir als Mannschaft erfolgreich sein und ich freue mich einfach, dass meine Kleinheit im Stadion ist und dass wir gewonnen haben. Für Donnerstag? Die ersten Aussichten, die man jetzt zu Intus hat, wie nimmt man intern als Spieler auch diese jetzt schon so wahnsinnig wichtigen Wochen, das jetzt gerade Rapid war? Es ist auch nass. Ja, es ist auch nass. Ja. Es ist nass, es ist überall nass. Der Papa ist nass. Wir wollen wieder eine Runde weiter, aber wir haben uns jetzt echt nur auf Austria Klagenfurt konzentriert. Wir waren glücklich, dass wir über die erste Runde, über die schwierige Runde, finde ich, die Etappe geschafft haben. Und ja, jetzt schauen wir, wie es dann weitergeht. Und da ist es logisch, dass dann diese Abläufe noch nicht stimmen können. Burgstaller, bravo, jetzt ist er drinnen. Bravo. Jetzt ist der Ball im Tor, der Anschlusstreffer für Rapid. Und den haben sie sich in den letzten Minuten jetzt erarbeitet. Last-Minute-Tor, extrem wichtiges Tor. Für das haben sie ihn auch geholt. Er hat auch kein Top-Spiel heute gemacht, aber jetzt war er da, wenn es besonders wichtig war. Und einmal passt die Innenverteidigung von FC Baku nicht auf und dann ist er da. Guido Burgstaller, der Rückkehrer. Minute. Später aber doch, ich habe gesagt, ich glaube, es passiert noch was. Und dann ist es wirklich einmal ein langer Ball. Rivak, der Eingewechselte, leitet weiter und Burgstaller macht das dann mit all seinen Torjägerqualitäten. Er geht gut hinten rein. Rivak erwischt den ersten Ball. Burgstaller geht hinter ihm, spekuliert, dass er den dort hinten rein scherzelt und dann macht er super. Nochmal Spielverlagerung auf Auer. Ja, die Flanke ist auch gut und da ist das 1-0. Spät, aber doch. Und wer macht's? Guido Burgstaller. Er löst seine Mannschaft und verhindert eine mögliche Nachspielzeit. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Und mindestens 50% dieses Tores gehören Auer mit einer Flanke. Erster Kontakt vorgelegt und dann extrem gut, scharf zur Mitte gebracht. Da braucht Guido Burgstaller nur über den Kopf hinhalten.
Werden wir gleich nochmal sehen. Ja, also es war richtig, richtig gut. Ja, das ist der falsche Neuner, der da als Torschütze eingeblendet wird. Mario Cuesta, der hatte auch seine Möglichkeit, um Treibach in Führung zu bringen. Hat sie allerdings ausgelassen. Na nochmal, der Spielverlagerungsball, der schon gut ist. Die Ballannahme ist super, dann kommt er frei zum Flanken. Und die Flanke halt dann auch ein bisschen in den Rücken der Abwehr. Und dann kommt er aus vollem Tempo. Und Patrick Böck kann man einmal mehr keinen Vorwurf machen. Der war sogar noch dran mit den Händen. Der war halt zu scharf, ja, um den zu halten. Richtig wuchtig geköpft. Und das geht nur, wenn auch die Flanke gut ist. Und das war sie von beiden absolut großartig. So, im Moment haben wir den Elfmeter von Sabitzer, der immer mehr wehtut, weil nicht verwandelt für Wartens. Und diesen Freistoß von Grüll, mehr an Attraktion ist uns in dieser zweiten Hälfte noch nicht geboten worden. Muss aber, denn wie gesagt. So, und jetzt ist der Ball im Tor. Und Rapid führt mit 2:1 hier in der 75. Minute. Aber wie ist das nach diesem Eckball gegangen? Das schauen wir uns noch mal ganz genau an. Ja, der hat fast schon einstudiert ausgesehen. Es sei denn... Der Burgstaller wollte definitiv nicht aufs Tor köpfen. Ja. Ja. Das war, glaube ich, wirklich so einstudiert. Burgstaller gewinnt das Kopf von Opsala. Und jetzt ist das 3:1 hier innerhalb kürzester Zeit. Ferdi Treuf mit einem Joker-Treffer. Und plötzlich steht es innerhalb von wenigen Sekunden hier. 3:1 für Rapid. So, du wirst uns über den Fehler erzählen. Ja, ganz klar, braucht man nicht viel erzählen. Oswald wollte wieder auf den Außenverteidiger spielen. Und da brauchst du keinen Torhüter-Experten. Es geht ganz klar auf die Kappe von Oswald, das weiß er. Da wäre es an der Zeit gewesen, den Ball zu klären. Über der Außenseite trifft ihn zu weit vorne. Und deswegen direkt auf Burgstaller, der den Passweg allerdings gut zustellt. Der gewusst wieder, hat, was er vorhat. Wieder kommt der Assist von... Erste Frage, eine gute Woche jetzt, Retour bei Rapid. Wie sind die ersten Wiedereindrücke? Wie hast du dich wieder eingelebt? Ich habe mich eigentlich ziemlich schnell eingelebt. Die Jungs haben es mir eigentlich ganz, ganz einfach gemacht. Klar, eine neue Situation, war ja schon länger nicht mehr da und das neue Stadion mal angeschaut, kennengelernt, das Trainingszentrum. Also es ist ja alles, hat sich schon einiges geändert, aber ja. Ist natürlich alles größer geworden, alles noch, sage ich jetzt, noch professioneller geworden. Und vom Training her bin ich locker reingestartet und habe von Tag zu Tag das Training gesteigert, so dass ich jetzt im Trainingslager wieder voll mit der Mannschaft mittrainiere. Genau, beim ersten Testspiel in Lackenbach gegen Neusiedl hast du noch von der Tribüne aus die Mannschaft unterstützt. Was ist eigentlich das Problem, warum du noch nicht gespielt hast? Ist von der letzten Saison oder was Aktuelles? In der Saison habe ich einen kleinen Muskelfaserriss gehabt in der Wade. Zum Schluss hin habe ich auch die letzten drei Spiele nicht mehr gespielt. Und dadurch, durch die Pause, habe ich 6 Wochen Pause machen müssen, wollte mir das Wadel oder den Fuß jetzt nicht gleich voll belasten, sondern dass ich da schön langsam wieder mich hinarbeite, damit das haltet und die alte Verletzung wieder aufbricht. Und das hat bis jetzt super funktioniert. Dann hoffen wir, dass wir die auch bald wieder am Platz sind. Guido, du hast schon gesagt, du machst beim Training jetzt voll mit, hast die Mannschaft gestern beobachtet. Was ist denn so dein erster Eindruck von deinem neuen Team? Es hat sich ja unabhängig von dir noch sehr, sehr viel getan. Viele Spieler weg, viele neue Spieler. Wie würdest du so deinen ersten Eindruck von deinem neuen Mannschaftskollegen, von deinem Team beschreiben? Ja klar, es war jetzt das erste Spiel. Gell? Wir sind voll im Training. Das Wichtigste ist einmal, dass wir alle gesund bleiben, dass wir alle gut durch die Vorbereitung kommen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und das Entscheidende. Und dass wir uns jetzt auch alle kennenlernen, wie jeder so tickt am Platz, dass die Abstimmung passt, weil doch wieder ein Umbruch stattgefunden hat. Und da muss sich jetzt jeder mit dem anderen beschäftigen, den kennenlernen, dass die Abläufe stimmen. Und jeder, wo er seine Stärken hat, dass er die auf dem Platz auch gut rüberbringt für den anderen.
und für sich selber. Und das wird jetzt einmal das Wichtigste sein, dass man sich schnell findet. Das ist sehr schwierig genug in der kurzen Zeit. Aber das wird das Ziel sein, damit man gleich gut in die Saison starten. 8 Jahre waren es dazwischen seit deinem letzten Spiel und deiner Heimkehr. Was ist aus der ersten Ära am besten oder vielleicht auch am schlechtesten in Erinnerung geblieben? Viele haben gesagt, nah, das ist noch nicht so lange aus, dass der Burgi weg ist. Du bist scheinbar in den Herzen der Rapid-Fans immer nie richtig weg gewesen. Ja, es freut mich natürlich. Ich glaube, ich muss einmal zurückdenken. Ich habe schon überlegt, dass es nicht so unerfolgreich war. Ich glaube, zweimal Vizemeister waren, einmal in Madrid platziert, zweimal für die Europa League Gruppenphase haben wir uns qualifiziert. Also es waren schon coole Spiele dabei. Ich glaube, im Pokal haben wir das eine oder andere Mal damals abgelost, glaube ich. Wo ich mich noch gut erinnern kann, war, glaube ich, in Bashing. Aber da ist Bashing, glaube ich, eh Pokalsieger geworden oder Cupsieger geworden. Von der Mannschaft her hätten wir doch vielleicht das eine oder andere vielleicht holen können, vielleicht einmal im Finale sein sollen im Cup. Aber im Großen und Ganzen war das auch eine prägende Zeit für mich, eine schöne Zeit. Das erste Mal beim großen Traditionsverein gewesen, mit den Fans, noch im alten Hanapi, was immer einen besonderen Flair gehabt hat, wo man immer gern war, wo man eine gewisse Heimstärke gehabt haben. Und das hoffe ich einfach, dass das wieder so sein wird, jetzt im Allianzstadion auch, dass wir da unsere Heimstärke präsentieren mit den Fans im Rücken. Und dann hoffe ich einfach, dass wir eine erfolgreiche Bundesliga-Saison spielen. Dein damaliger Kapitän war Steffen Hoffmann, dein damaliger, zumindest letzter Trainer, Zoki Barisic. Beide sind noch oder wieder beim Verein in anderer Funktion. Wie war Ihr Anteil daran, dass du zu uns retour gekommen bist? Ja, groß. Also mit Steffen wir haben nicht oft Kontakt gehabt oder jetzt nicht regelmäßig, aber immer wieder. Wir haben immer wieder mal, er war einmal auf Schalke ein Spiel zu schauen, da mal gequatscht. Wir haben es ab und zu gehört. Den letzten intensiven Kontakt haben wir eigentlich gehabt, wo er auf der Trainerbank war, wo ich aus Spaß dann geschrieben habe, wenn du Trainer bleibst, komme ich sofort wieder zurück. Es war ganz lustig, ich glaube, ihnen hat es auch Spaß gemacht. Und dann hat sich das so entwickelt, dadurch, dass ich gesagt habe, ich möchte wieder heim oder näher heim oder möchte wieder zurück nach Österreich. Mir reicht es jetzt so im Ausland, unter Anführungszeichen. Hat das, glaube ich, gut gepasst und jetzt bin ich froh, dass das auch für alle gut geklappt hat. Wie sehr hat dich die Zeit, wie du sagst, im Ausland, es war großteils deutschsprachiges Ausland, aber trotzdem Ausland, wie sehr hat es dich geprägt und wie wertvoll war das jetzt eigentlich für dich als Mensch, aber natürlich auch als Fußballer? Ja, war schon wichtig. Also klar, ich war die meiste Zeit in Deutschland, du hast die gleiche Sprache, also es ist die gleiche Kultur, sage ich jetzt einmal, aber trotzdem bist du weiter weg von daheim, von deinen Freunden, von der Familie. Dann kommt Corona dazu, du hast nicht mehr heimfliegen können, es war alles ein bisschen schwierig. Dann war ich in Cardiff noch, es war meine erste Station noch Rapid, wo ich gar nicht gespielt habe, 6 Monate lang. Also klar, es hat Höhen und Tiefen gegeben, glaube ich, wie in jeder Karriere. Aber Gott sei Dank finde ich mehr Höhen als wie Tiefen. Und von dem her schaue ich da eigentlich positiv zurück. Aber auch natürlich die negativen Seiten waren, wo ich jetzt sage, waren jetzt im Nachhinein positiv, weil man nimmt viel mit, man kann viel daraus lernen. Man weiß, dass es nicht immer bergauf geht, dass es sondern auch schnell wieder in die andere Seite gehen kann. Und deswegen glaube ich, es ist einfach, dass man das genießt, dass man das, diesen Fußballjob oder Fußballprofi, dass man den so lange Zeit erleben darf. Ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Ich bin Gott sei Dank verletzungsfrei geblieben, großteils bin ich gut durchgekommen bis jetzt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und jetzt will ich einfach an Spaß am Training haben, die mit den Jungs, auch mit den jungen Spielern noch einmal was vermitteln und einfach eine erfolgreiche Zeit haben. Und das war halt jetzt in den letzten zwei Jahren noch schön, wenn das so passieren würde. Das Kärntnerisch hast du trotzdem ein bisschen beibehalten, authentisch, Gott sei Dank. Und jetzt ist neben dir auch ein zweiter Kärntner gekommen, auch ein routinierter Spieler. Der Sole. Habt ihr vorher schon Berührungspunkte gehabt? Kannst du ihm jetzt helfen, dass er sich in Wien schnell einlebt? Nein, also ja gut, wir haben öfters einmal gegeneinander gespielt früher. Aber wir haben nie zusammen gespielt in keiner Mannschaft. Aber natürlich läuft man sich da oder irgendwo mal über den Weg und hat einmal gequatscht. Er hat bei Dresden gespielt, ich bei Pauli damals jetzt in der zweiten Liga letztes Jahr. Aber ich glaube, dass der Sole so routiniert ist, dass er keine Hilfe braucht in Wien. Er hat jetzt auch
die eine oder andere Station im Ausland gehabt. Ich glaube, da wird er sich schnell wohlfühlen in Wien, glaube ich. Burgi, du hast die Rückennummer 9 gewählt, bekommen, Fragezeichen, und du weißt natürlich, was diese Nummer beim Club für Rapid für eine Bedeutung hat. Ich sage nur, Jahrhundert-Rapidler, Goleador. Ja, habe ich jetzt erst eigentlich nicht nachgedacht, das haben sie mir im Nachhinein gesagt. Ja, da habe ich mir selber wieder ein bisschen Druck gemacht. Nein, es hat in letzter Zeit mit der 9 gut funktioniert. Die habe ich in Nürnberg gehabt und auf St. Pauli. Und auf Schalke habe ich die 19 gehabt, da war die 9 auch drin. Deswegen habe ich mir gedacht, ich bleibe dabei. Ich hoffe, dass es da auch so gut läuft. Das hoffen wir natürlich alle. Abschließende Frage: Was hast du jetzt als kurzfristige, vor allem einmal Ziele persönlich gesetzt, aber auch mit der Mannschaft? Ja, wie ich schon vorher gesagt habe, es wird jetzt einmal, glaube ich, entscheidend sein, dass wir alle fit bleiben, dass wir verletzungsfrei durch die Vorbereitung kommen, dass wir uns schnell finden, die Abläufe, wie der Trainer und spielen will, dass wir das schnell miteinander auf den Platz rüberbringen. Das wird, glaube ich, das Wichtigste sein und das ist, glaube ich, auch das Schwierigste in der Situation, wo wir jetzt gerade sagen, wenn wir doch viele neue Spieler sind und keine lange Vorbereitung haben. Und ich sage, wenn das schnell funktioniert, glaube ich, dann kann das auch gut klappen. Aber da müssen wir hart arbeiten, Tag für Tag. Und dann bin ich ganz positiv, dass das auch schnell passen wird. Trimmel. Wieder auf Hofmann. Ja, der gegen alle. Steffen Hofmann dann für Guido Burgstaller. 1-1. 45. Minute. Hofmann hat angeklopft. Da hat Grünwald noch nicht hereingesagt. Aber gegen den Schuss von Burgstaller war er absolut machtlos. Ein Prachttreffer. Der erste für Burgstaller in der Bundesliga im Rapid-Dress. Steffen Hofmann mit seinem bereits 6. Saison-Assist, dem gehören natürlich auch 50% dieses Ausgleichstreffers. Aber wie den Burgstaller dann letztlich mit der Innenseite da im langen Eck ablegt, das hat schon was. Tja, lastet der Fluch des ersten Treffers. Toller Einsatz von Hofmann gegen Schiemer. Hofmann wartet, denn Burgstaller stand im Abseits und dann holt er den Freistoß raus. Also eigentlich das Optimum in dieser Situation. Einstehen lassen. Der Rat der Freistoßschützen ist zusammengekommen bei Rapid. Hofmann ertrat natürlich für den Linksfuß die beste Situation, aber es ist ein toller Freistoßtrick. Was für ein super Tor! Burgstaller mit dem 2-1 und dann laufen sie alle zur Ersatzbank und Tommy Hickersberger wird am meisten hier angesprungen beim Torjubel, denn er ist es, der sich immer diese Tricks bei den Standardsituationen ausdenkt und wird dann auch freundschaftlich von Peter Schöttl hier mitgenommen bei diesem Torjubel. Da hatten alle oder die meisten mit dem Schuss von Drazan gerechnet. Dann hat sich Burgstaller gelöst. Schuss ab ins lange Eck. Wir nähern uns dem großen Geklatsche hier im Hanapi-Stadion. Vielleicht sogar schon weit der nächste Treffer fällt. Steffen Hofmann legt nochmal auf. Und das war natürlich eine super Entscheidung. Burgstaller die zweite, Hofmann die zweite Torvorlage für ihn in diesem Spiel. War es das jetzt?
dribbler Ball reicht, um diese Abwehr auseinanderzunehmen. Hofmann hat dann noch die Ruhe und Burgstaller hat einfach die Konsequenz beim Abschluss. Den Willen unbedingt, dieses Tor zu machen. Sikaya, Kilometer vom Gegenspieler entfernt. Basanen, der wieder einmal ganz schlecht gestanden ist. Und wieder Hofmann gegen Leitke, wieder natürlich kein Foul. Und Hofmann, der macht ein richtig tolles Spiel. Und bereitet jetzt vielleicht das dritte Tor vor. Unglaublich. Naja, klassischer Stürmer ist ja keiner. Das hat auch Hans Krankl gemeint, aber das schützt vor Toreschießen nicht. Jetzt wird es richtig deftig und bitter für Red Bull Salzburg. Hofmann sieht Burgstaller. Trippelpack. Damit hat Hofmann die 8. Torvorlage in dieser Saison geliefert. Junuzovic hat auch 8. Das sind die beiden Besten in dieser Kategorie. Hermann Burgstaller, der macht auch etwas für sein Torkonto. Mit diesem dritten Treffer, den er gerade eben erzielt hat, hat er jetzt schon 4-mal jubeln dürfen. Kurze Variante mit Inditz. Und dann Schaub mit seinem stärkeren linken Fuß. Und da kommt der Sonnleitner angeflogen. Und allerdings dann nicht exakt die richtigen Flugkoordinaten. Ja, Burgstaller, Tor! Axel Rapid noch 14 Minuten. Letzte Frage, war der noch abgefälscht? Irgendwie hat der Christian Grazer keine glückliche Figur abgegeben. Und es sieht irgendwie nicht danach aus, als sei der abgefälscht worden. Ja, drin ist drin, Rapid führt 1-0. Und irgendwie schließt sich da auch ein Kreis. Günter Burgstaller war der bislang letzte Rapidler, der gegen Sturm getroffen hat beim 1:1 hier im Frühjahr. Für ihn war es übrigens der 15. Saisontreffer. Dazu hat er ja heute auch das erste Tor vorgelegt mit einem sensationellen Fersler. Kein Abseits und das ist der Ausgleich! Das ist der Ausgleich durch Günter Burgstaller zum 2:2. Stoisch ruhig, Peter Schöttl, Rapid, kämpft sich erneut zurück. Hofmann sieht den völlig freistehenden Burgstaller und der mit einem gar nicht so platzierten Torschuss, aber trotzdem gut genug, um Walke hier zu bezwingen. 8 Minuten vor dem Ende, steht es 2:2. Aber der ist aus dieser Distanz für Walke ganz schwierig. Kein Vorwurf an den Goalie, schon viel mehr an die Salzburger Defensive. Wo war da Klein und vor allem beim Pass? Wieso hat der Hinteregger die Abseitsposition oder die Abseitsfalle nicht? Christopher Dieborn, der will ja unbedingt in Hütteldorf bleiben. Gehört ja im Moment noch Salzburg. Wieder geht's über links und da ist wieder Platz Burgstaller. Schöner Abschluss. 1-0 Rapid. Starke Aktion von Guido Burgstaller. Technisch vom Feinsten und dann kommt er auch zum Abschluss. Gut gemacht. Und dann geht's raus.
in Richtung Betreuerbank, in Richtung Zoran Barisic und Co. Die rechte Abwehrseite der Oberösterreicher, offen wie ein Scheunentor und dann Burgstaller, sehr überlegt. Zunächst Schrammel, der sich hier gegen Baumgartner durchsetzt. Idealer Pass dann auf Burgstaller und er macht das herrlich gegen Pichler. Verletzt damit gleich zwei Defensivspieler der Hütteldorfer. Und dann auch noch der perfekte Abschluss ins lange Eck. Ich denke, da war der 19-Jährige im Tor der Oberösterreicher Ivan Lucic chancenlos. Aktion im zentralen offensiven Mittelfeld, Steni Ahler. Auch wenn er dadurch vielleicht nicht so oft zum Abschluss kommt. Wieder Rapid über Louis Schaub. Schönes Zuspiel, Burgstaller. Und der ist drinnen. Der ist drinnen. Rapid wieder in Führung, ähnlich wie in Durchgang 1. Ein schnelles Tor der Hütteldorfer. Aber was war da los mit der Rieder Hintermannschaft? Das ging viel zu einfach. Schauen wir nochmal drauf. Louis Schaub setzt sich da gegen drei Oberösterreicher durch. Pichler geht dann nicht in den Zweikampf. Und dann steht auch Burgstaller völlig blank in dieser Situation. Legt sich den Ball zurecht, hat hier viel zu viel Zeit im Strafraum, um hier zum Abschluss zu kommen, wird nicht bedrängt und kann sich dann die Ecke mehr oder weniger aussuchen. Und für Lucic gibt es da natürlich nichts zu halten und schon wieder trifft Guido Burgstaller. Der ist auf den Geschmack gekommen, hat nämlich in Durchgang 1 auch das 1:0 besorgt. Gerard Oliver und auch der kommt dann nicht zum Abschluss. Burgstaller, kein Abseits. Und das ist die Chance hier, endgültig den Deckel drauf zu machen. Burgstaller! Und wie er das macht! Unglaubliches Tor! Guido Burgstaller mit der Entscheidung, 7 Minuten vor dem Ende. Wobei, in Wahrheit war diese Partie schon vorher entschieden. Jetzt ist es amtlich. Burgstaller unmittelbar vor seiner Auswechslung mit dem Triplepack erledigt die Rieder also praktisch im Alleingang. Ganz starke Vorstellung von Burgstaller. Schöner Haken und dann dieser Abschluss genau ins Kreuzeck. Reifelshammer einmal kurz vernaschen und dann abziehen, bevor Trauner kommt. Und den Ball so platzieren, dass es hier für Lucic überhaupt nichts zu halten gibt. So, und das war's jetzt für Burgstaller. Der hat sich seinen Abgangsapplaus absolut verdient. In der Rapid Startelf, Christoph Jochum. Guido Burgstaller, für ihn ist das heutige Spiel ein ganz besonderes. Ein Wiedersehen mit Ex-Kollegen, den alten Freunden aus vergangenen Zeiten. Wir telefonieren öfters noch mit den Jungs von unten und sie wissen, was aus denen zukommt und wir werden ausgeben, dass wir da 3 Punkte haben. Burgstallers Start ins grün-weiße Leben nicht einfach. Anfangs lange verletzt, verursacht er mit diesem Handspiel den entscheidenden Strafstoß gegen die Admira. Ja, es hat schon ein paar Tage gedauert. War mein erstes Spiel und verursacht gleich einen Handelfmeter. Wobei, glaube ich, kann man ihn eigentlich gar nicht pfeifen und es war einfach eine blöde Situation für mich. Burgstaller allerdings einer, der sich nicht allzu lange verkopft, der respektlos agiert. Steffen Hofmann kann davon erzählen, bekam die Respektlosigkeit des Kärntners schon am eigenen Leibe zu spüren und ist trotzdem oder gerade deshalb froh, Burgstaller jetzt an seiner Seite zu wissen. Ja, hat immer noch was gut bei mir. Nein, er nimmt es eh mit Spaß. Er hat gesagt, das kriege ich noch mal zurück. Ich bin schon gespannt drauf. Man sieht die in jedem Training und auch in den Spielen, wo er jetzt reinkommen ist, in jeder Aktion, dass er einfach viel Qualität hat und ein Spieler ist, wie wir ihn auch dringend brauchen können in der Mannschaft. Er kann austeilen, einstecken und Fußball spielen. Burgstaller freut sich schon auf seine Ex-Kollegen.
Heimspiel bei Rapid jetzt so richtig durchstarten. Ja.